Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play mit der Hexen-Maus-Dorin und seinem Golem. Und ihrem Golem. Ja, wir sind ja, in Imperial Veiling und müssen jetzt so langsam mal ja, schauen, dass wir da die Götter aufhalten können. Der Ostgot, Gott, der ist halt jetzt momentan böse machen. Haben wir am Anfang vom Spiel gesehen. Und scheinbar ist da noch mehr drin. Und Tote und alles. Das werden wir dann wiedersehen. Also ich bin ja schon länger am Let's Playen und wir haben es schon mal gesehen. Es hat sich nicht viel verändert, eigentlich gar noch nichts. Seit dem 9. Akt. Und ja, hoffen wir einfach, dass so schnell wie möglich Akt 10 und 11 kommen. Jo, was gibt's eigentlich neu? In der letzten Woche war Last Epoch das drittmeist gekaufte Spiel in Steam. Herzlichen Glückwunsch, 11 Hours Games von Türkei. Von der Türkei. Und jo, es ist wirklich toll. Oh geil, da haben wir einen Boss scheinbar. Ah, das ist der Ding, der Imperial General. Der Hauptmann, glaube ich. Da hat einfach neues Käse und alles. Cool. Das ist richtig zäh. Und der Golem hat er besiegt. Wir laufen einfach von diesem, ja, Hungering Soul. Nein, nicht Hungering Soul, sondern der Anders Kill. Doch, das Hungrige Seelen, also Hungering Soul ist okay. Hungrige Seelen, stimmt. Gut. Reworked, also er hat eine neue Textur, es ist jetzt ja ein bisschen ein spektraleren Feuer Textur. Ich glaube normal das Kill ohne diesen Feuerschädel sieht noch gleich aus, aber hat sich mehr ein bisschen verschönert. Und dieser, ja, wurde verschönert, aber ich denke nicht verstärkt, weil er macht ein bisschen zu wenig Schaden. Nur ein Projektil, der langsam ja. Habt ihr ja gesehen, ich konnte ihn gut ausweichen. Bin zwar noch nicht schneller als er gewesen, aber ich konnte ein bisschen auf der Entfernung bleiben. Jo. Und ja, auch im letzten Part, ich bin mega beeindruckt, wie schön so ein ja, Hexenmeister seine Spells einsetzen kann. Also für Style kriegt sie ja den Hauptpreis. Ich glaube, ich kenne keinen schöneren, schönere Klasse. Jo. Aus die Hexenmeisterin. Wunderschön. Ich bin übrigens jetzt nicht mehr am Paladin leveln. Er braucht ein bisschen zu lange noch für Bosse. Das soll einfach auch mehr dort und langsam angreifen. Es dauert ein bisschen zu lange. Ich habe gewechselt zu einem Druiden mit Schwarmklingenform. Die wird aber sehr spät ein, ja, nutzbar sein. Und deshalb, ja, ich greife einfach mit diesem Toxic Serpent Strike an. Deutsch heißt er wahrscheinlich einfach irgendwelche Schlangen. Also Schlangen, ja, so. Der Angriff, der giftige Speere, ja, zum giftigen Speer schleudert, nicht schleudert, sondern sticht hat. Gut, na, das müssen wir hier nutzen. Das ist wahrscheinlich noch ein Bug, dass sich die nicht aufheben. Naja, kann passieren. Ja, das bist du. Also ich bin nicht so schnell am Leveln. Ich nehme mir Zeit. Ah, Essen, Essen, Essen. Ja, geh zum Arzt, genau. Geh mal zum Arzt. Wahrscheinlich sagt sie Essen, Essen, Essen. Das heißt wahrscheinlich, ich sehe. Ah ja, Eisen, was sagt sie wahrscheinlich. Wie lustig, wie manche einfach irgendwas hören. Wenn sie es nicht verstehen oder wenn sie eine andere Sprache hören oder so.
Ich esse, ich esse. Ich verkaufe dir nichts, ich esse. Cool. Ging sehr schnell. Auch die Gegner sind sehr schnell da. Das größte Problem, was ich eigentlich sehe, ist noch sehr squishy. Wenn jetzt mal Gegner zu mir kommen, angreifen, dann habe ich immer so das Gefühl, ich sterbe. Also es ist nicht so schlimm, aber das Gefühl, oder, weil es so gebrechlich ist. Ja. So. Was haben wir noch? Wir haben noch diesen anderen Skill hier. Skyler. Und Widerstandsbruch glaube ich nicht. Da haben wir noch das Knochenschild, was wir eigentlich nehmen müssen beim Fluch. Wer ist der Fluch? Knochenfluch. Okay. Hm. Jo, was geht der Schamane dann noch auf Blitze? Der hat dann so eine Chance, dass immer ein Blitz runterkommt und er macht jetzt schon mit Level 20 ungefähr. Ich bin erst gerade Schamane geworden, Druide geworden, stimmt. Macht jetzt schon viel Schaden. Das hoffe ich einfach, dass es so eine Art Trigger ist und er immer dann triggert, wenn ich natürlich angreife. Und ich denke schon, dass es so ist. Wozu ich Blitze herbeirufen oder so brauche. Boah, ich kenne die neuen Skills halt noch nicht. Einfach der neue Skill, den die Schamanen, also die Primalisten haben ganz am Anfang. Dass diese Eisdornen ersetzt hat. Und brauche, weil ich in Form von dieser Gestalt natürlich den gar nicht einsetzen kann. Aber ich muss ihn leveln. Und wieso? Das frage ich mich an den Builds manchmal. Für was ist was drin? Weil ich sehe nur, dass es eventuell noch den Spriggan braucht. Oder? Summon Spriggan. Und der hat ja dann auch keinen Platz mehr und er überlebt ja auch nicht, weil er nicht geskillt wird. Keine Ahnung, was die Beta-Darsteller immer wieder für Fehler machen. Keine Ahnung. Ich glaube, es heißt geladenes Feld oder so etwas. Ich weiß nicht, wie es heißt. Der Skill ist wirklich schlecht. Also, die Blitze muss man wirklich am Anfang nehmen, sonst muss man nur schauen. Das ist ja auch ein Null-Mana-Skill, oder? Jo. Blut entreißen ja auch und trotzdem habe ich das eigentlich dann vor zu skillen. So wie es aussieht. Muss ich ihn nehmen. Aber ich glaube der Buff muss eher als er Schaden machen muss. Es ist wirklich sehr viel gechillt als der Druide. Weil man einfach nicht so viele Tasten einsetzen muss. Also eigentlich nur einmal fluchen mit W. Und die Kugel haben wir gar nicht. Und danach einfach nur rechte Maustaste spammen. Solange der Riss da ist. Oh, schön. Brauche ich zwar nicht, aber schön, dass wir ein seltenes haben. Ich glaube, ich habe noch kein einziges Unique gefunden, das neu ist. Vielleicht ein bisschen umgestaltet wurde, aber nicht neu ist. Da müssen wir jetzt ein bisschen fleißiger sein, ne? Ein bisschen. Ich dachte, ich hätte irgendwas falsch gemacht, weil ich es einfach nicht so erkenne. Falsch gelaufen. So. Hier war noch, glaube ich, hier. Okay, schaue ich mal kurz. Das ist ein bisschen schwieriger noch. Also nur dorthin. Genau, da wollten wir entweder hier oder hier. Gehen wir auf Eis, dann haben wir eine neue Schadensrichtung.
Und hier müssen wir noch hier kommen. Oh, ich hab's schon gemacht. Ich wollte eigentlich das nicht nehmen, ich wollte hier unten auf Shade gehen. Das müssen wir sofort im nächsten Level aber machen. Weil wir bekommen Wort dafür über. Wenn wir Shade benutzen. So, hier bin ich nicht mehr so sicher. Also lieber nochmal nachschlagen. Ja, wir müssen ihn nicht nehmen. Den müssen wir aber nehmen. Da müssen wir auch nicht mehr nehmen. Da oben müssen wir noch nehmen. Also hier müssen wir noch nehmen und hier. Schaden ist schon gut für Flüche, aber Schutz. Ja, zuerst mal Schutz. 3 von 5, okay. Aber das nächsten Level haben wir schon wieder die neuen Schnitte. Und dort müssen wir das ungefähr nehmen. 5 von 7, okay. Ist alles ziemlich neu, ich muss noch nachschauen. Später mache ich ja meistens ja, wirklich vor dem Park oder so. Aber ich bin auch sehr lange noch weg gewesen im Nachbardorf. Ein bisschen süßes Essen, Kaffee trinken und so. Ja, weil ich sehr müde war am Morgen. Dann kann ich immer starken Kaffee trinken. Ich könnte es zu Hause natürlich auch machen, aber ist der Kaffee einfach viel zu wenig stark. Schön hier. Schön dunkel und... Also solange die Gegner nicht ein bisschen zu lange brauchen, macht es wirklich sehr viel Spaß. Und da ist es auch ein grindes Spiel. Es kann ja manchmal auch ja, keinen Spaß machen, weil wir einfach ein bisschen Loot suchen müssen. Also ich mach's nicht, aber falls wir mal nicht weiterkommen und die Gegner zu schwer werden, müssen wir es machen. Das wird's während der Kampagne von mir. Und ich bin ja schon erfahren genug. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad höher ist in 1.0, es ist immer noch leicht genug, dass man nie grinden muss. Ich denke, viele, die anfangen zu spielen, haben auch nicht so feste Probleme. Man muss halt einfach Heiltränke trinken, sich gut vorbereiten, gut skillen am besten. Und dann macht das Spiel auch keine Probleme. Wie schön, wie groß der auch ist schon. Aber jetzt habe ich gar keine Mana. Also vom Eis merke ich jetzt nicht so viel von der Farbe her, oder? Ja, ein bisschen heller. Sieht schöner aus als mit Feuer, ja. Cool. Der Golem ist ganz da oben. Dankeschön für die Unterstützung beim Polen, aber ich habe alles getankt. Der Plünderer. Ich denke, ich nehme ihn nicht, weil ich ja keine Getränke einsetzen möchte. Er ist zu schwach jetzt mittlerweile. So, machen wir doch einen Punkt hier. Das reicht. Das ist gut, das nehmen wir. Das killen wir schon. Also. Ja, da sind auch wieder Gegner. Okay. Sind sie nur die Ratten da oder so? Ja, wir haben wir auch noch neue Gegner bekommen? Gleich. Nein, jetzt gehen. Doch, wir gehen dort hin. Oh, dachte schon, wir gehen ins Lager, weil wir da unten gekickt haben. Nee, 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 nee. Ach, endlich kommst du. OBS ist wieder sehr langsam. Ja, ich kann leider die Unix nicht anschauen oder zeigen. Ich möchte mich nicht spöhnen lassen. Der Name ist mir egal, aber was sie so für Stats haben und wie sie aussehen, möchte ich mich nicht spöhnen lassen. Auch nicht. Könnt ihr gut anschauen und wenn ihr sie schon kennenlernen wollt, gibt ja die guten Wikis und alles Mögliche. Und das meiste, was man lernt, sollte man erst dann lernen, wenn man es auch braucht, damit man sich wohlfühlt oder nicht schon weiß, oh, ich habe dieses Unique gefunden.
davon. Oh, ich habe einen Unique gefunden. Wieso schreibt der Englisch im deutschen Chat? Okay. Es sind so viele Sachen in diesem Dorf, aber ja, mehr als eine Quest machen, ein paar Gegner töten muss man hier nicht. Wir müssen mal ein bisschen ausbauen. Welcome, Traveler. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die Entwickler sind sehr faul beim Story jetzt. Also überspringen. Und immer so viel geschrieben, aber sie sagen nicht viel. Es ist ja doch nicht wirklich so ein super Hack and Slay mit so Sachen. Und auch gut wegen den Skills und ja. Sonst eigentlich nichts. Da kommt noch einer. Mutter, Mutter! Warum gespenst du die Kleinen? Zeig doch deinen Balken. Gib mir deinen Balken! So, was haben wir hier? Kolonische Spalt. Stärke. Cool. Wir haben ein Upgrade von unserer Rüstung gefunden. Wie? Kommt noch einer? Guck mal. Es fühlt sich jetzt auch wirklich wie ein Action-Rollenspiel an, oder? So viel mehr Gegner. Ja. Und ihr werdet sehen, es werden immer wieder Bosse kommen. Das finde ich so toll. Jetzt haben wir Gebietsbosse, die wirklich auf dem Weg stehen. Ich finde das so toll. Aber eben, es muss auch wirklich wieder besser werden. Es ist für mich jetzt 1.0 ist nicht eine harte Verbesserung. Ich habe es einfach satt, jetzt immer noch länger warten zu müssen, bis endlich eine neue Akte oder Endgame kommt und so. Ich bin nicht so zufrieden mit dem Game wie andere scheinbar. Das ist auch klar, nach 4 Jahren immer alles aushalten zu müssen. Aber es ist am drittmeisten verkauft worden bei Steam. Nicht schlecht. Ich kann zwar den Erfolg nicht so verstehen, dass Menschen immer unerfahren werden und die Spiele einfach nur blind kaufen, aber scheinbar muss halt alles immer mehr werden, immer mehr Kommerz, Kommerz, immer mehr Werbung. Und das macht Spieler auch nicht immer glücklich. An mich nicht. Ich will nicht sehen, oh, es gibt eine neue Charakterklasse, wenn halt alles auch noch ja, sehr langweilig ist. Ich will irgendwas sehen, was Update, also jo, spielerische Updates oder geschichtliche Updates sind. Also irgendwie, oh, jetzt ab Level 55 bis dem Endgame machst nichts mehr anders. Also die ganze Zeit irgendwelche Echos machen oder Dungeons machen. Also eben, ich bin halt einfach einer, der ich bin mit Rollenspielen groß geworden und habe dann sehr früh mit Hack and Slays angefangen, ja, ein bisschen besser waren, weil sie vielleicht auch noch kleiner waren und jo, man hatte mehr gemacht als nur grinden oder die ganze Zeit Kampagnen durchgespielt. Man ist jahrelang mit dem gleichen Charakter beschäftigt gewesen, Diablo 2, vor allem mit Mods. Und Mods sind einfach viel wichtiger. Ich verstehe nicht, wieso Last Epoch keine Mods darf haben. Wegen dem Online-Modus, der sowieso getrennt ist, sind ja nicht. Bei uns sind ja nicht die Spielstände, sondern beim Server. Aber Angst und oh, Trauer. Scheinbar gibt es jetzt auch in Diablo 4 Bots, obwohl das nur online ist. Ich verstehe es auch nicht. Wieso wird denn darauf geschaut, dass keine Mods gemacht werden? Ich glaube, Diablo 4 hat aber Mods. Also vor allem Diablo 2 Resurrected hat Mods wieder schon. Das bringt ja sowieso nichts, oder liebe Entwickler? Gebt uns auch die Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist viel besser. Dieser Ding, Generator ist weg hier. Schädel da mit den Skeletten, die sie generieren, ist weg. Gibt's eigentlich gar nicht mehr. Wo sind die Schädel hin? Hä? Es gibt gar keine Generators mehr. Ich liebe
liebe Lockrunner Rages. Ich habe damals mal Gauntlet Dark Legacy gespielt, das war 2003, glaube ich, oder so. Und da gab es ständig Generators, man musste immer wieder die Generators zuerst killen und dann die Monster. Das war spaßig, das war Gameplay. Und jetzt haben sie alles entfernt hier. Vielleicht haben sie Leute gemerkt, oh, ich finde das nicht gut, wenn immer wieder das Neues generiert wird. Ist ja so schlimm, wenn manche Monster immer wieder auftauchen. Damals gab es die Schamanen, da die Gefallenen. Die wurden immer wieder belebt vom Schaman. Das war nichts Schwieriges. Hier oben ist ein neuer Gegner, ein Boss, der ziemlich zäh ist. Ist in der Kiste, ne? Doch, ist in der Kiste? Die leuchtet ja gar nicht mehr. Stimmt, sie haben viel an Leuchten. Man sieht es ja kaum, dass es ein bisschen rauskommt. Okay. Also, bei allem zufrieden bin ich nicht. So langsam muss ich nicht Widerstände decken. Also, das Wichtigste, Schutz. Nochmals hier. So, wo ist der Boss da? Kopfjäger Levitia. Okay. Nice. Kann ja gar nichts. Ah, der hat fallen. Okay. So. Hat Spaß gemacht. Worauf schießt unser Spalt? Oberis. Ich wette, hier, wenn es nach rechts geht, gibt es auch noch einen Boss. Aber wir wollen ja ins Endgame. Also. Das muss nicht sein. Widerstand, sehr gut gegen physische Angriffe. Sehr richtig. Ja, ja. Ui. Riesenkäfer, Spaltungsproblem. Ja, es hilft schon, diese Frequenz von den Geistern nach oben zu treiben. Ja, sehr viel Schaden. Cool. Langsam wieder Mana. Aber sind gerade wirklich gegen Biester. Okay. Also hier rechts gibt es eventuell auch noch mal einen Boss. Müssen wir dann irgendwann mal schauen. Irgendwas muss dort sein oder einfach noch eine Truhe dazugekommen sein, weil es nützt nie damals, also vor dem Patch 1.0 dort rechts zu gehen. Es war einfach eine goldene Kiste, die nie etwas Gutes gedruckt hat. Genau wie die Kiste da vorher vor dem Dorf rechts oben. Eigentlich müsste man nicht kurz weggehen. Aber den Weg folgen. Aber wir können die Kanalisation dann später im zweiten nächsten Akt mal besuchen. Da gibt's ja vier Kisten, glaube ich. Drei, wo golden sind und einen, der irgendwie eine Farbe hat. So, dieses Gebiet hat auch einen Nebenboss auf der Piste. Also wenn ihr geradeaus zum Schiff geht, werdet ihr einen sehen. Wenn man einen Bogen macht, ich glaube eher unten durch. Wir gehen jetzt gerade ein bisschen oben durch in einer Kiste. Dann habt ihr dort auch einen Boss im Weg. Also wir gehen jetzt oben durch, deshalb sehen wir ihn ja. Aha.
gut, dass er so wenig Schaden, also so wenig Leben hatte. So langsam auf Zug kam, war der Riss noch aktiv. Schön. Hier oben gibt es nicht viel mehr so. Ah, okay, die Geschosse, die tun einfach random dann irgendwo einschlagen, wenn keine Gegner in der Nähe sind. Schön. Also das Spiel wurde ein bisschen Action geladen, das sieht man. Ich weiß gar nicht, wo wir die Onyx farmen müssen, mit welchen Monolithen, aber es wird sicher auch ein bisschen einfacher gehen durch die Abenteuer geht oder so, das heißt. Jeder, der zu, Zukunft oder Raussagen. Irgendwie so etwas. Hier sind viele Gegner. Jetzt kommen wir, glaube ich, gleich zum Boss. Ja. Der ist bei der goldenen Truhe, die im Weg war. Die man sozusagen immer farmen konnte. Ist er hier immer noch nicht? Nein, die Truhe kommt erst später. Wie schnell der explodieren wollte und wir haben ihn sofort besiegt. Schön, ja, schön. Und diese ganz faulen, langsamen Assassinen. Immer noch so nervig. Also hier müsste er dann kommen. Ja, hier ist er. Oh, und Wright. Der Tyrannis. Hm. Ist irgendwie cool, so ein Wright. Ich hab Gespenst auf der Schule. Okay, der macht gar nicht viel Schaden mit dem. Einfach down. Flammengespenst, der Stadtsensor. Also Schutz, Zögerung. Auf Deutsch, auf richtigem Deutsch. Mega geil. Ich habe in letzter Zeit nachgedacht, also gestern Abend war es, also vorgestern Abend, ob ich jetzt wieder zurückkehren soll nach Champions of Regnum. Aber ja, das Kampfsystem und allgemein, was man so machen kann, ist halt schon ziemlich wenig. Also es ist, ich hätte lieber ein Hack and Slay mit Konkurrenzvölkern und so. Macht aber niemand. Und oder einfach viel schneller das MMORPG. Bin mir nicht so sicher, weil ja, jetzt langsam muss ich wirklich. Lol, hier geht's einfach jetzt runter. So langsam habe ich schon das Gefühl, Spiele müssen schneller werden wieder. Und vor allem auch umfangreicher. Nicht immer nur das Gleiche. Aber Hack and Slays gehen schon in eine gute Richtung. Nur eben, es will jeder noch mehr grinden. Es macht nicht so viel Spaß mehr wie früher. Es ist nicht mehr ein Diablo, wo halt immer ständig etwas Besseres droppt und so. Ich habe jetzt nur eine Rüstung verbessert und die Idole. Sonst habe ich nichts verbessern können. Es droppt einfach zu wenig gutes Zeugs, wenn man höher kommt. Wir haben gerade wieder Karnevalmusik. Trommel. Trommel und Trompete. Das sage ich jetzt und geht. Ja. Gehe nicht, ab dem Part muss ich jetzt beenden. Dankeschön fürs Zusehen und jo, viel Spaß noch, liebe Leute. Tschüss.